Jannikus Mark gesteht, sie ist Leben nicht angekommen. Jannikus Mark, 32, ist in ihrem Leben schon oft umgezogen. Die ehemalige Profi-Surferin, die auf Fuerteventura aufwuchs, kennt das Gefühl sehr gut, sich rastlos und ruhelos zu fühlen. Wechselte oft ihren Lebensmittelpunkt, lebte in mehr als 10 unterschiedlichen Ländern. Dann lernte sie den Schauspieler Per Kusmark, 47, kennen und lieben. Das Paar, das mittlerweile 3 gemeinsame Kinder hat, machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Zuhause. Doch diese Aufgabe gestaltete sich mehr als schwierig, die Familie zog immer wieder um. Ihr vermeintliches Traumhaus in Potsdam machte sie einfach nicht glücklich. Auf Instagram gibt Janni ihren Fans nun einen Einblick in ihr Nomadenleben und ihre Gefühle dazu. Wir dachten, jetzt kommen wir an. In Potsdam lebten wir in einem Traumhaus für 3.000 Euro Miete, kalt. Alle sagten, zieht bloß nie wieder aus. Dann merkten wir, wie uns dieses Lebensmodell doch auseinanderbrachte. Per war den ganzen Tag weg. Wie alle anderen Familienväter in der Nachbarschaft. Abends stand er nach der Arbeit oft noch eine Stunde im Stau. Leben fürs Wochenende, sick, beschreibt die Dreifachmama die schwierige Situation zu der Zeit. Was bringt es einem, in einem Traumhaus zu wohnen, wenn man dort nicht wirklich gemeinsam lebt? Weil man viel arbeiten muss, um es sich überhaupt leisten zu können? So standen Janni und Per vor einem Wendepunkt in ihrem Leben. So ging ihre Reise weiter und führte sie nach Mallorca, wo sie bis heute leben. Doch angekommen fühlt sich die ehemalige Sportlerin noch immer nicht, was nichts Schlechtes sein muss. Auf Instagram sinniert sie, gibt man bei der Suchmaschine die Bedeutung von Ankommen rein. Steht, am Ziel, das Päckchen ist angekommen, nun, ich bin kein angekommenes Päckchen und das scheint viele Menschen hier manchmal zu triggern. Oft fühle sie sich von der Gesellschaft unter Druck gesetzt, sich angekommen fühlen zu müssen. Ich finde, diese Ankommenfrage ist ein weiteres Statussymbol der Gesellschaft und macht oft den falschen Druck. Doch ich finde es erst erstrebenswert, wenn man bei den richtigen Werten für sich und in seinem Herzen ankommt. Am Ende ist im Leben nichts so sicher wie Veränderung. Anführungszeichen. Jannikus Marks Worte stoßen bei ihren FollowerInnen nicht etwa auf taube Ohren, sondern sie setzen eine rege Diskussion in Gang, was es für jeden bedeutet, sich angekommen zu fühlen, und da hat jeder Mensch seine eigene Definition. Verwendete Quellen, Instagram.com. Crestine pentru tine, fii egoista, liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimaru, spike, puia, si, șoapo, grasul nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc, cresc. Ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La câte urât